Arnold, schon wieder gewonnen seit dem Oktober. Wie fühlt sich das an jetzt? Sehr gut. Es war ein harter Kampf. 8 Runden gegangen, diesmal kein K.O. Aber für mich ist es gut. Ich habe Erfahrung gesammelt und wir arbeiten noch weiter. Wie ist das CFD, was du gemerkt hast in der letzten Runde, auch mit dem K.O.? Jetzt einmal nicht, jetzt musst du vielleicht über die Volldistanz. Nein, der K.O. kommt von allein. Also ich lüge nicht, dass der K.O. jetzt... Wow, wenn ich jetzt Gas geben würde. Der K.O. soll von allein gehen. Und, ich arbeite nicht für K.O., also ich arbeite immer für die volle Runde. Und wenn die volle Runde klar gekommen sind, dann für das bin ich auch bereit gewesen und es ist gut gegangen für mich. Wenn du den Gegner vergleichst, Adnan Rezovic im Oktober, jetzt der Ungar, wie sind die zum Boxen? Was sind die Unterschiede? Ja, der Rezovic ist mehr technisch besser gewesen, der ist einfach hart gewesen und im Schwergewicht zählt einfach die Härte, oder? Für mich sind beide gute Boxer gewesen, für mich ist eine grosse Erfahrung. Ich arbeite noch weiter und hoffen wir, dass wir ganz oben kommen. Jetzt hast du nach dem grossen Europameisterschaftskampf in der St. Jakobshalle viel mehr Leute. Jetzt ist wieder im kleinen Boxkeller. Wie ist das gewesen? Ja, da ist immer noch gut. Also, auch wenn zu wenig Leute sind hier. Die Atmosphäre ist immer toll. Also, die Stimmung ist 1:1 und das macht mir stolz. Hast du sofort gewusst, nachdem fertig war, dass du gewonnen hast? Ja, yeah, also ich war klar, dass ich nach Punkten geführt habe. Klar ist, dass er immer gekommen ist mit seinen harten Schlägen und so, aber ich habe mich gut gedeckt und ist gut gewesen. Du hast relativ eine lange Pause gehabt, jetzt 5 Monate ohne Kampf. Wie bist du wieder reingekommen jetzt ins Training? Sehr gut, sehr gut. Also ich habe während der Pause, also nicht einmal 2 Wochen Pause gehabt, ich habe weiter geschafft. Nicht gerade Boxen, aber Krafttraining. Joggen bin ich und bin einfach nicht in Pause gewesen. Was können wir jetzt noch erwarten in diesem Jahr? Was für Kämpfe hast du noch geplant? Also vor der Sommerferien hoffen wir eine grosse Veranstaltung zu machen. Hoffen wir wieder im Jockli und das mit einem grossen Gegner und grossen Titel.